Hallo zusammen, heute gibt es meine Version des Ride or Die Tags, den Jaclyn Hill, glaube ich, ins Leben gerufen hatte. Ich habe mir Jaclyn Hills Version aber nur kurz angeguckt, weil ich sie mittlerweile nicht mehr ertragen kann. Ich wette, vielen von euch geht es mit mir genauso, aber wenn ich sie höre mittlerweile... Vor einem Jahr fand ich sie noch super wunderbar, aber mittlerweile, wenn ich sie höre, ist das so, als wenn jemand mit den Fingernägeln über so eine Schieferntafel geht. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch wieder, aber ich habe mir den Tag von Tati angeguckt und von Melissa Alla Torre und da fand ich super. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich dasselbe. Also es geht quasi um die Produkte, um es mal ins Deutsche zu übersetzen, Produkte, ohne die ich nicht leben kann, Produkte, die einfach zu mir gehören, wie der Name an der Tür. Quasi Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, Sonnencreme und Bruce Venture. Wie auch immer, fangen wir endlich an. Ich trage die meisten Produkte auch heute im Gesicht und es geht los mit Foundation. Ne, Quatsch, mit Primer. Primer habe ich absichtlich übersehen, denn ich benutze keinen Primer. Ich finde einfach Primer sinnlos. Für mich selbst sind sie einfach sinnlos. Ich weiß, ich habe den Nivea Aftershave Primer benutzt. Benutze ihn nicht mehr, da ich davon Pickel bekommen habe. Und ja, da versteht sich von selbst, dass ich das aus meiner Kollektion rauskicke. Ich weiß nicht, bei mir hält Make-up auch so sehr lange. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Aber mit Foundation beginnen wir... Wie sollte es anders sein? Ich habe extra die Verpackung aufbewahrt, obwohl das aufgebraucht ist schon lange, denn die ist einfach nur zu gut. Es ist die Naked Skin Foundation von Urban Decay. Mamushka. Dass ich eine Foundation aufbrauche, heißt schon einiges, denn ich habe einige Foundations in meiner Kollektion, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Diese Foundation hat einfach einen richtig schönen Effekt. My Skin But Better, würde ich sagen. Ich weiß, man muss für diese Foundation schon eine gute Haut mitbringen, denn... Die ist eher so eine perfektionierende Foundation. Die macht jetzt nicht unglaublich viel Coverage, aber das, was sie macht, ist einfach nur Retusche to go. Es ist so wunderschön und die hält auch noch den ganzen Tag. Abends sieht sie genauso toll aus wie morgens, als ich sie aufgetragen habe. So wundervoll, lasst sie euch auf jeden Fall mal auftragen. Die wird auch definitiv nachgekauft, denn das ist wirklich ein Goldstück. Aber da die ja aufgebraucht war und ich sie nicht auftragen konnte, zeige ich euch meinen anderen Ride or Die, ausnahmsweise, ich weiß, ich schummele hier. Und zwar von Rival de Loop, die Natural Lift Foundation, habe ich heute im Gesicht. Meine Güte, diese Foundation kostet unter 4 Euro, ist wirklich so eine geile Foundation. Sowas findet ihr noch nicht mal im High-End-Bereich. Die ist schon etwas fester und pastöser von der Konsistenz, aber zaubert euch ein Hautbild. Ma! Muschka! Das ist nicht nur der Highlighter, der bei mir glowt, das ist auch die Foundation. Die leuchtet so richtig von innen heraus, macht so ein wunderschönes, glattes, pralles Hautbild. Ich könnte euch eine Arie davon singen. So wunderschön, unbedingt anschauen. Als nächstes auf der Liste steht Concealer und da, wie könnte es anders sein, vom Make-Up Forever, der Full-Cover Concealer. Deckt euch alles ab, hält den ganzen Tag, ist wasserfest, ist von der Konsistenz super, lässt sich unglaublich gut verteilen. Sowohl mit den Fingern als auch mit dem Beauty Blender. Die Packung hält euch ewig, da sind 15 Milliliter drin. Kostet auch so um die 20 Euro, so wie der Pro Longwear Concealer von MAC, der übrigens auch sehr geil ist. Habe ich aber nicht mehr da, weil der mir kaputt gegangen ist. Aber ja, Make-Up Forever Full Cover Concealer, der ist sowohl gut auf trockener Haut als auch auf normaler Haut, wie ich sie gerade habe. Wundervoller Concealer. Mein liebstes Face Powder und jetzt wird es ein bisschen bougie und zwar Chanel. Und zwar das Chanel Matte Lumiere Face Powder in der Farbe 10 Lumiere. Die packen wir jetzt auch mal auf, verdammt. Ja, das ist hier so ein ganz normales Face Powder mit so einem Schwämmchen drin und das hält so lange. Ich habe das jetzt schon seit fast, ich glaube schon, ja, 2 Jahre. Und ihr braucht davon total wenig. Ihr geht einfach mit dem Pinsel rein und tupft das einfach auf die Stellen, wo ihr sehr ölig werdet und... Das sieht so natürlich aus. Es hat wirklich auch diesen Hauteffekt. Ihr seid nicht tot, Mann. Also dieses Mann hat überhaupt keine Bewegung mehr im Gesicht. Das habt ihr damit überhaupt nicht. Wirklich wundervolles Produkt. Es kostet über 50 Euro, aber dafür, dass ich es jetzt schon 2 Jahre habe und ihr davon so wenig braucht, ist das wirklich eine gute Investition. Ich finde es toll und wenn ihr das leer gemacht habt, könnt ihr das einfach hier so rausdrücken und dann könnt ihr euch einen Refill kaufen. Super Produkt, super Face Powder. Ein Traum. Als nächstes Under Eye Setting Powder. Und da haben wir auch wieder gesponsert. Hi Karl Lagerfeld, treffen wir uns morgen wieder an der Champs-Élysées. Das ist das Poudre Universelle Libre von Chanel in der Farbe 20 Claire. Genauso wie das andere Chanel Puder. Es ist so fucking ergiebig. Ich habe das jetzt schon fast 1,5 Jahre. Ich benutze es sogar zum Baken und es will einfach nicht leer gehen. Es ist noch so viel da drin. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber es ist wahnsinnig viel drin. Super ergiebig. Der Effekt ist auch total natürlich. Man sieht überhaupt nicht, dass man Puder drauf hat. Es sieht wunderschön aus und ich liebe es einfach. Ich würde kein anderes Puder mehr kaufen. Das von Laura Mercier, meiner Meinung nach, kann man in die Tonne kloppen. Es ist schweineteuer und ich finde es super, super schlecht. Tut mir leid, also grausam. Von daher schaut euch lieber das von Chanel an. Ich finde es klasse.
Mein liebstes Blush. Und Leute, da habe ich überlegt, ich bin fast in Tränen ausgebrochen, als ich vor meiner Kollektion stand und ich dachte, was nehme ich denn jetzt? Ja, ich wollte einfach ein Blush nehmen, was wirklich universell ist, was man für so viele Looks nehmen kann, wie es nur möglich ist. Und eigentlich war ich geneigt, Luminoso zu nehmen, weil der einfach so wunderschön ist. Aber Luminoso kann man im Prinzip nur für so warme Looks nehmen, weil man sollte ja eigentlich immer seinen Blush auf sein Augen-Make-up auch abstimmen. Und ich trage gerne warme Looks, deshalb ist Luminoso etwas, wozu ich öfter greife. Aber ich habe mich jetzt für das Maybelline Dream Touch Blush in der Farbe 04 entschieden, denn das ist so universell. Es hat so eine wunderschöne, peachige, ja, auch so eine pralle, peachige, glowige Farbe. Es ist einfach so natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe es auch runter aufgetragen. Das passt einfach zu so vielen Augen-Make-ups. Cream Blushes könnt ihr super im Sommer verwenden. Da sieht es so schön aus. Und im Winter erst recht, wenn ihr trocknere Haut habt, sieht das so toll aus. Und von daher ist dieses Blush so universell und ja, einfach ein Allround-Produkt. Und daher ist es in meiner Ride-or-Die-Sammlung. Ich will es nicht mehr missen. Wundervolles Produkt, lässt sich so schön auftragen und macht den tollsten Effekt. Ja, must have. Bronzer! Und da zeige ich euch, was ich zuerst nehmen wollte. Ja, der Marc Jacobs Bronzer in der Farbe Tantric ist einfach ein wundervolles Produkt, aber ich benutze ihn nicht so häufig wie das Schätzchen hier. Das ist auch wieder von Chanel, das Le Beige Healthy Glow Sheer Powder in der Farbe 30. Und ich muss jetzt aufpassen, dass mir nichts rausfällt. Ihr seht, Hit the Pan. Und für dieses Hit the Pan braucht ihr so lange, denn auch dieses Produkt ist so mega ergiebig. Und den Effekt, den es zaubert, der ist einfach unbezahlbar, so einzigartig. Es hat keinen Schimmer in sich, aber es macht einen leichten Glow und es sieht einfach so frisch und lebendig aus und ich benutze es im Sommer gerne als Blush auch, aber sonst benutze ich es halt gerne, um mein Gesicht aufzuwärmen und es ist einfach nur göttlich. Des Weiteren als Bronzer kann ich euch aber auch ungeschlagen empfehlen von Manasi, den Cream Lister Bronzer. Den hatte mir gegen Chic mal abgefüllt und ich sage euch, Freunde, lasst uns beten. Es ist der beste, mit Abstand beste Cream Bronzer, der je auf Gottes Erdboden erfunden wurde, Mamushka. Der ist so geil im Auftrag. Er macht halt diesen burnt, ja, sun-kissed Look und es sieht so glowy und frisch aus und mega geil. Ich blende euch hier mal ein Bild, Licht ein, wollte ich gerade sagen. Ich blende euch mal ein Bild ein und verlinke es euch auch in die Infobox, denn der Bronzer, jeder muss ihn haben. Ride or Die Highlighter. Und ich wette, viel von euch vermuten jetzt einen Highlighter, den ich zücke, aber ich wette, ihr liegt alle falsch, denn ich habe mich entschieden für den Mary Luminizer. Ja, ich wollte zuerst Becca Moonstone nehmen, aber erstens finde ich Becca zu teuer. Also 40 Euro für einen Highlighter, Freunde, ne? Und zweitens finde ich den Mary Luminizer so universell. Die Farbe ist einfach perfekt. Ihr könnt ihn sehr, sehr stark machen. Also ich habe ihn auch heute aufgetragen und der Glow ist wirklich da. Und ich finde einfach, wenn man Highlighter aufträgt, dann auch richtig freuen. Und der Mary Luminizer, der ist einfach nicht zu übersehen. Es hat einfach Effekt und das wünsche ich mir auch. Und diese wunderschöne Champagnerfarbe ist einfach für so viele Häutchen geeignet und ich finde den so wunderschön. Ich finde auch noch 20 Euro, was der kostet, immer noch sehr teuer für einen Puder, aber der lohnt sich einfach wirklich und der ist auch mega ergiebig. Damit kommt er wahrscheinlich 30 Jahre hin, wenn er euch nicht kaputt geht. Das ist schon einigen Leuten passiert. Ich Gott sei Dank noch nicht, aber er ist so wunderschön. Mary Luminizer ist wirklich Top Shelf und damit mein liebster Highlighter. Meine liebste Eyeshadow-Palette und ich glaube, wir wissen alle, was ich jetzt hochhalte. Viseart. Die Viseart Neutral Matte Palette ist einfach die perfekte Palette. Ihr habt warme Töne da drin, ihr habt kühle Töne da drin. Sie ist einfach wirklich so universell und perfekt. Ich habe diese beiden Töne quasi jeden Tag in Benutzung, um mein Augenlid auszugleichen, um quasi meinen Eyeshadow Primer zu setten. Und ich benutze diese Palette 9 von 10 Mal. Ich sage euch und schwöre euch nackend in die Hand, wenn ihr diese Palette oder irgendeine Palette von Viseart habt, ihr werdet nichts anderes mehr benutzen. Die bekommt ihr hier auch in Köln in Bernadette's Make-up Store. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und diese Paletten sind so geil. Sie kommen einem sehr teuer vor, wenn man jetzt den gesamten Preis sieht. Aber wenn man es runterrechnet auf ein Eyeshadow, ist das doch recht günstig. Und für diese Qualität, die wirklich da oben ist, Leute, unbedingt, unbedingt anschauen. Damit passend zu den Eyeshadows slippe ich quasi noch ein kleines Produkt hinzu, was gar nicht auf meiner Liste steht. Und zwar Eyeshadow Primer, das von Maybelline, das Color Tattoo 24 Hour in der Farbe Kremlin Nude 93. So ein geiler Primer. Euer Eyeshadow hält den ganzen Tag.
Und damit lege ich es auch wieder zurück, nur mal so kurz als Randnotiz. Meine Ride or Die Mascara, ich glaube, wir können es alle mitsprechen, Catrice Glam and Doll oder für mich immer noch Glamour Doll. Die Bürste ist einfach perfekt, sie verlängert, sie verdichtet, sie gibt Volumen. Für die unteren Wimpern ist die perfekt geeignet. Ich liebe diese Mascara, ich kann nicht mehr ohne, habe ich schon tausendmal nachgekauft und von daher Ride or Die. Mein liebster Lippenstift und das können wir jetzt alle im Chor sagen. 1, 2, 3, Estee Lauder Crystal Baby. Estee Lauder Crystal Baby ist einfach mein absoluter Lieblingslippenstift. Ihr seht auch, wie gut ich den runtergefuttert habe. Er ist einfach auch wie die Palette von Viseart 9 von 10 Mal in Benutzung. Er passt zu jedem Look. Er ist so wunderschön auf den Lippen, so geschmeidig und so angenehm. Lässt die Lippen prall und voll erscheinen. Ich habe den auch heute drauf mit einem anderen Ride or Die Produkt. Und ja, ich kann euch einfach nur empfehlen, wenn ihr den ersten High-End-Lippenstift haben wollt, dann muss es Crystal Baby sein. Meine liebsten Liquid Lipsticks, wie kann es auch anders sein? Lime Crime. Das hier ist jetzt die Farbe Buffy, so ein schönes 90er Jahre Sepia Braun. Wunderschön, die sind richtig angenehm auf den Lippen, lassen sich super auftragen, halten ewig lange, man merkt die irgendwann gar nicht mehr auf den Lippen und es macht einfach einen wunderschönen Effekt, sind sehr schön matt, aber überhaupt nicht unangenehm. Lime Crime all the way, I love them. Mein liebstes Lipgloss, muss ich euch ganz schnell zeigen, ist leider aus dem Sortiment gegangen, von Essence, das XXXL Nude Lipgloss in der Farbe 04. Da habe ich auch noch ganz viele andere und es war für mich wirklich der perfekte Lipgloss. Ich trage den auch heute an. Ich bin so traurig. Sind die anderen, die jetzt neu rausgekommen sind, genauso oder sind die anders? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber dafür habe ich mir einen anderen Lipgloss rausgeholt und zwar von Clarins, der Instant Light Natural Lip Perfector. Ewig langer Name, I know. In der Farbe 02, auch wunderschön auf den Lippen. Lassen die Lippen richtig prall und saftig. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet, dass ich es sage. Prall und saftig erscheinen, sind wunderschön. Bisschen teuer, aber halten sehr lange. Mein Gott, ich habe den jetzt auch schon seit 2 Jahren. Ich sollte ihn eigentlich mal wegwerfen. Aber ist mir noch nicht schlecht geworden. Riecht auch immer noch wie vorher nach Vanille und Zuckerwatte. Wunderschön. Tolle Lippenprodukte, gehört in jede Sammlung. Meine liebsten Lashes trage ich auch heute. Und zwar sind es von House of Lashes, die Lashes in der Version Boudoir. Sie sind einfach so schön wispy und so flatterig. Ich finde die total schön. Aber die alten House of Lashes haben noch ein dickeres Bändchen. Ich glaube, die wurden jetzt neu aufgelegt. Und das dicke Bändchen, das merkt man definitiv. Ich kann die wirklich nicht länger als dieses Video tragen. Wenn dieses Video vorbei ist, nehme ich die sofort wieder ab, weil es ist schon unangenehm. Ich finde es wirklich, man hat das Gefühl, es ist so ein richtig fettes Vieh auf den Augen. Also wirklich, es ist aber sie machen einfach definitiv einen wunderschönen Effekt. Die Iconics von House of Lashes sind genauso schön. Aber ich mag die Boudoir noch ein bisschen lieber, weil die halt so schön wispy und flatterig sind. Und ja, für so Looks sind die einfach wunderschön. Mein liebstes Setting Spray. Genau wie bei Primern bin ich halt auch nicht so ein großer Fan von Setting Sprays. Ich weiß nicht warum, aber ich benutze so gut wie nie Setting Sprays. Aber wenn ich eins benutze, ist es das von Essence. Das ist einfach günstig und lässt auch das Make-up so ein kleines bisschen länger überleben. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Und ja, es lässt halt einfach ein bisschen frischer erscheinen und der Highlighter kommt ein bisschen besser raus. Ich habe es auch heute benutzt, also ne, der Glow ist heute real. Und ja, wie gesagt, wenn es mal zu erhalten ist und nicht ständig ausverkauft ist, ist es wirklich ein tolles Setting Spray. Und last but not least, mein liebstes Parfum. Was könnte es sein? Tom Ford Noir Pour Femme. Es ist einfach eines der besten Parfums ever. Tom Ford kreiert nicht solche stereotypischen Damenparfums, die einfach nur süß sind, sondern seine Parfums sind tiefgründig, sexy, sie erzählen eine Geschichte, sind verrucht. Dieses Parfum strahlt einfach Selbstbewusstsein aus, hat eine vanillige, sehr rauchige Note, ziemlich weihrauchig, wie ich finde, obwohl gar kein Weihrauch drin ist, aber halt sehr dunkel, sexy. Ich liebe diesen Duft einfach nur abgöttisch. Ich habe nur die 30ml Packung damals gekauft, die wird mir bald leer gehen. Und ich werde mir die 100ml Packung davon nachkaufen, denn oh my fucking God, dieses Parfum, wenn ihr da noch nicht dran gerochen habt, Leute, bitte sofort in den Douglas juckeln und schnuckeln. Und damit war es dann auch schon von meinen Ride or Die Produkten. Schreibt mir gerne eure Produkte in die Kommentare. Ich lasse mich wie immer gerne inspirieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!